Wir wollen heute zusammen einen kurzen Absatz vom Midrash Rabbah lesen, einen sehr, sehr wichtigen Absatz. Steht auch in Tanya de Beliau. Midrash Rabbah, Bamidbar, Parasha Dalet, Otkaf. Steht so geschrieben. Tanya de Beliau. Kol ha-omer, kol ha-marbe kvod shamayim, u-memaet kvod atzmo, kvod shamayim mitrabe, u-kvodo mitrabe. Übersetzt. Eliyahu Navi sagt, jeder, der die Ehre Gottes vermehrt und seine Ehre verringert, die Ehre Gottes bleibt gleich wie sie ist und seine Ehre wird nur vermehrt. Das heißt, jeder, der für die Ehre Gottes auf seine eigene Ehre verzichtet, die Ehre Gottes wird gleich bleiben, so wie sie ist, aber er, weil er glaubte, dass er seine Ehre verzichtet hat für Gottes Ehre, seine Ehre wird nur vermehrt und nicht verringert. Weiter. Vechola memaet kvod shamayim umarbe kvod atzmo, kvod shamayim bimkomo ukvodo mitmaet. Aber jeder, der auf Ehre Gottes verzichtet, auf Kosten seiner Ehre, um seine Ehre zu vermehren, steht geschrieben, die Ehre Gottes wird gleich bleiben. Sie wird nicht verringert. Aber seine Ehre wird nur verringert. Er wollte seine Ehre höher machen. Ganz im Gegenteil wird rauskommen, dass seine Ehre weniger sein wird. Und da gibt es eine Geschichte. Maase be'ish echad, shayam omed bebet ha-kneset, ubno omed kenegdo, vechol ha'am onim achar ha'over lifnei ha-teva, halleluja. Ich werde das nur auf Deutsch übersetzen. Es war einmal, ein Mensch war mit seinem Sohn im Tempel, im Bet-Kneset, und damals hat man den Hallel, an den Feiertagen den Hallel hat man gesungen, aber es war so, dass man hat nicht Amen gesagt, so wie heute, sondern der Vorbeter sagt Halleluja, Halleluja, Abde Hashem, Halleluja, Halleluja, und nachher alle sagen Halleluja. Und wieder Halleluja, 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 Bekotscho, und dann alle sagen Halleluja. Alle sagen Halleluja. Doch der Sohn von diesem einen Mann, statt Halleluja, hat er gesagt Sachen, die nicht schön sind. Die Leute haben gesagt, ey, schau deinen Sohn an, schau, was er macht. Sagt er, lasst ihn, er ist ein kleines Kind, er weiß nicht, was er tut, lasst ihn. Und so alle 8 Tage von dem Feiertag, von dem Sukkot-Feiertag, alle 8 Tage an dem Hallel, alle haben gesagt Halleluja, und der Sohn hat nicht schöne Sachen gesagt. Am Ende, was ist passiert? Alle haben gesagt, schau, nimm deinen Sohn weg, er stört uns da. Doch es war ihm egal, mein Sohn ist schlecht, ich soll meinen Sohn rausbringen, wer seid ihr überhaupt? Wir sind hier, ich bin hier, der und. Ist dort geblieben. Wird geschrieben, es ist nicht dieses Jahr vergangen und nicht das andere Jahr. ומת בנו, ובן בנו, ויצאו 15 נפשות מתוך ביתו, ולא נשתייר לו, אלא זוג אחד של בני אדם, אחד חיגר ואחד סומה, אחד חיגר וסומה, ואחד שוטה ורשע. Kurz gesagt, das Jahr ist nicht vorbeigegangen, und er ist gestorben, seine Frau ist gestorben, sein Sohn ist gestorben, und 15 Leute von seiner Familie sind gestorben und es ist niemand übrig geblieben in seiner Familie, außer einer, der war ein Invalid und der andere war Shoteh Verasha, ein Verrückter. Ein Invalid und ein Verrückter. Er hat auf seine Ehre geachtet, auf Kosten Gottes Ehre. Du bist jetzt im Tempel, im heiligen Platz, und statt sich dementsprechend dort zu benehmen, du schaust, dass dein kleines Kind, dass man nicht seine Ehre runtergibt. Schau, was Gott gemacht hat. 15 Leute sind von seiner Familie gestorben und die ganze Familie wurde ausgelöscht. Wieso? Weil für ihn Gottes Ehre zu leichtsinnig war. Veshumase, und noch eine zweite Geschichte. Beadamechad, jemand, der... Er hat zwar nicht gelernt, er konnte nicht lesen, aber er war im Bet-Knesset. Und als alle gesagt haben, Kadosh, 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 er hat ganz laut geschrien, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Und er hat wie ein Idiot ausgeschaut. Alle schauen ihm und sagen, ey, was machst du da?
Man wird denken, du bist verrückt. Ich sagte, was ist mir egal. Die Leute sollen denken, was sie denken, aber Hauptsache, ich werde Gottes Name, Gottes Ehre werde ich erhöhen. Steht geschrieben. Und das Jahr ist nicht vorbeigegangen. Und Gott hat diesen einen Mann, hat ihn so erhöht, dass er ein sehr, sehr großer Minister geworden ist. Und er hat ein ganzes Reich bekommen für sich, dass er dort geherrscht hat. Ein einfacher Mensch, der nichts war. Gott hat ihn so erhöht. Wieso? Weil für ihn seine Ehre war nicht wichtig, sondern Gottes Ehre. Für uns eine ganz, ganz große Lehre. Wir kommen schon zum Betaknesset, zum Tempel, in die Synagoge. Wir kommen schon dorthin. Aber was sollen wir machen? Wir treffen manchmal unsere Freunde, die wir schon lange nicht gesehen haben. Und man beginnt zu reden. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Aber wie kannst du es machen? Du stehst jetzt da in der Synagoge. Dort, wo Gottes Ehre ist. Im Zohar Kadosh steht geschrieben, Parashat Truma, Daf Kuf Mem Alef, Kuf Lamed Alef. Steht dort geschrieben, derjenige, der in der Synagoge redet, auch nicht während des Gebetes, er redet Sachen, die nicht mit Heiligkeit zu tun haben, also keine Gebete und keine Torah. Stehen dort schlimme Sachen geschrieben, ich will es lieber jetzt nicht sagen. Wer es lesen will, was dort geschrieben steht, noch einmal, Zohar, Parashat Truma, Kuf Lamed Alef, Seite 131, dort kann man es nachsehen, was dort ist. Deswegen, jeder von uns soll jetzt Acht geben auf Gottes Ehre. Und wenn wir schon in die Synagoge kommen, dass wir uns auch dort auch anständig benehmen.